Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge, die sie testet seine Spiele in der Steam-Bibliothek, weil er viel zu viele da hat und vielleicht entsteht ja ein Let's Play draus und heute ist es Nighty Night. Also, ritterliche Nächte. Ritterliche Nächte. Oder die Nacht. Komm her und geh hinein. Und dann spielen wir und gucken, was es ist. Es ist toll. ja. Es ist... Wieso ist mein Mauszeigerbild? Das ist doch blöd. Gut. Es soll angeblich ein... ein Roguelike sein, eventuell. Wie schlägt man, hä? Das erklärt er mir wahrscheinlich im nächsten Raum. Also wir können gehen, wir können... Also, beziehungsweise sliden, er geht nicht wirklich. Da war der Programmierer anscheinend... Bisschen... Oh, ein Geist! Oh mein Gott, da ist ein Geist! Ein bisschen zu faul. Yeah! Um meine Gehanimation zu machen. Wir können Geister hauen, Leute. das ist das Spiel. Schön. Wir haben drei Leben. Wir sind hier in einem Dungeon, wie ihr das seht. Wir sind dieser coole Ritter. Es gibt auf jeden Fall ein paar Bosse, habe ich gesehen. So 12 Stück oder so. Au, ey. Alter, der hat mich gehittet. Aber warum macht er das? Das ist böse. Hier. Okay. Okay, danke, Pfeil. Was will dieser Pfeil mir sagen? Hä? Gehe nach links. Tu ich. Da ist nix. Alles klar, wir gehen einfach weiter und gucken, was passiert. Ja, ich habe so gar keinen Plan. Oh, es gibt eine Boah, Alter, Feuerattacken gibt's. Okay, cool. Guck mal, wir laden unser Schwert oben links zu sehen hier, wenn wir Gegner treffen, mit Feuermagie auf. Und dann können wir richtig geil, warte, vielleicht können wir hier mit Feuermagie vorbei, Leute, weil wie wär's denn damit? Dann können wir mit LT Feuerattacken machen und die gehen sogar durch Wände durch. Alter, der Feuereffekt sieht richtig gut aus. Aber was will dieser Pfeil sagen? Ich weiß es halt nicht. Ja, schön. Und hier, erster Boss. Richtig Dark Souls-like. Man muss durch so eine graue Wand gehen, damit man zum ersten Boss kommt. Oder sind wir jetzt... Warte, sind wir jetzt im richtigen Dungeon? Kann ich bitte dieses Schild hier mitnehmen? Scheinbar nicht. Okay, ich weiß auch nicht, ob es hier irgendwas einzusammeln gibt. Es gibt auf jeden Fall Geister. Und ich glaube 12 Bosse oder so. Guck mal, wie viel Leben der hat. Kann man Geister nicht besiegen? Hallo? Hallo? Könntest du bitte sterben? Hallo? Hier, Feuer! Bist du verbuggt oder was? Was bist du denn für einer? Kann ich angreifen und das Ding da einfach kaputt machen? Ja, geil, ich check schon den ersten Dings hier nicht. Warte, muss der dagegen? Komm mal her, du bist ja rot, ne? Was ist denn, wenn ich dich da einfach gegenknall? Boah, ich bin so schlau, es gibt Rätsel in diesem Spiel. Wie geil ist das denn, Leute? Alter, kriegt gleich schon 5 von 10 Punkten. Einfach nur, weil es Rätsel hat. Und jetzt eine Truhe. Gib mal her. Warte, ich will die Truhe. Gib mir diese Truhe. Funktioniert nicht. Ich bin richtig verwirrt. Warum ist hier eine Truhe? Hallo, mein Abenteuerherz sagt, nimm diese Truhe mit. Oder zumindest die beiden Schwerter da oben. Na gut, dann nicht. Gibt es vielleicht eine Story, wer ich bin, was ich hier mache, warum ich überhaupt hier bin? Komm, gehen wir einfach mal in die komische Johanna hier rein. Wie heißen die Dinger? Eine, ich weiß es nicht, eine Jungfrau, irgendwie sowas. Guck mal, hier geht's noch weiter. Alter, Geheimräume. Ich gehe nicht in dieses komische Ding rein, wofür auch immer das ist. Geil, ey, diese Rätsel, ich liebe sie, richtig, richtig geil. Boah, ich feiere das. Okay, wir gehen doch mal kurz in dieses Ding rein. Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Es heilt uns. Okay, cool. Vielleicht ist es auch ein Speicherpunkt. Vielleicht ist das so wie bei A Wizard Lizard. So hieß das. Alter, eine Falle. Wie bei A Wizard Lizard. Wow, die gehen sogar hoch. Wie krass ist das denn? Ja, wie bei Wizard Lizard, dass man stirbt und sich da dann wiederbeleben kann. Vielleicht ist das so. Geist, Geist. Oh mein Gott, der Geist hat mich getroffen. Oh Gott, ich sterbe. Oh nein, ich darf nicht sterben. Wir haben keine Arme, Leute. Wir sind einfach Wayman. Ich habe aber keine Arme. Cool. Kann man die jetzt hier öffnen vielleicht? Kann man irgendwie damit agieren? Ich drück mal kurz alles. Aber ganz offensichtlich nicht. Gibt es denn den Optionen noch irgendwie? Ne, Video-Settings, Audio-Settings? Nö. Okay, also man kann auch nicht die Steuerung nachgucken. Dann ist das halt so, Leute. Da ist noch eine Truhe. Hey, hier sind so viele Truhen. Die müssen doch irgendwas zu tun haben. Vielleicht kommt das noch. Ich habe nachgeguckt bei Steam. Es ist, glaube ich, noch nicht raus. Schön, dass ich sage, ich habe es nachgeguckt und dann sage, ja, ich glaube, es ist noch nicht draußen. Ich glaube, das kommt jetzt nächste Woche raus oder so. Also Leute, wenn ihr das richtig cool findet, dann kauft es euch. Kostet bestimmt wieder so 12 Euro, kann ich mir vorstellen. Das ist ja so der Standardpreis für komische Spiele auf Steam. Alter. Yo. Richtig krasse Falten hier. Ich möchte zumindest den ersten Boss einmal sehen. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich... Hä?
Ich habe jetzt keine Erwartungen an dieses Spiel, wie immer in dieser Videoreihe, wo ich einfach nur Spiele ausprobiere, um zu gucken, ob sie vielleicht cool sind und wo man dann vielleicht ein Let's Play draus machen könnte. Das war ja zum Beispiel bei Agelost the Fall, auch wenn das nicht so gut angekommen ist, aber ich fand's witzig. Und das ist die Hauptsache, Leute. Nur mir muss das Spiel Spaß machen. Ja, ja, ja. Obwohl ich die Videos natürlich für euch mache, weil ihr seid ja die Zuschauer und ja. Könnte ich auch privat spielen, wenn ihr das nicht gucken wollt. Alter, erster Boss! Oh, ein großer Geist ist der Boss. Sind wir etwa Pac-Man? Oh, wie böse er guckt. Und diese Animation. Krasser Stissel. Alter, und diese ganzen Fallen. Albert Junior, Defender of Spin. Oh, hallo, yo, was? Ich kann nichts machen. Muss er da vielleicht reinlaufen? Müssen wir ihn da reinlocken? Hallo? Wow, okay, er spinnt ja wirklich. Hier, komm her. Zack. Los, krieg Schaden. Oh, ich glaube wirklich, ne? Ach nee, ah, guck mal, er kriegt auch so... Aua, er kriegt auch so Schaden. Habe ich jetzt ein Leben verloren oder habe ich nur mein Schild verloren? Da, er ist dizzelig. Tötet ihn. Das ist ein krasser Boss, Leute. Hallo, der spinnt... Oh ja, jetzt hat er mir mein Leben wirklich abgezogen. Okay, also wir haben einen Rüstungsteil und einen Herzteil. Guck mal, wir haben den ersten Boss besiegt. Richtiger Ghost Hunter hier. Nee, wie heißen die? Ghostbuster. Ghostbuster, richtiger Ghostbuster. Cool. Kriege ich auch eine Belohnung dafür oder so? Vielleicht eine Truhe? Hier sind drei Truhen, das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Die kann man locker irgendwie aufmachen. Ich bin nur zu blöd dafür. Oder der hat die hier eingeführt. Okay. Und er hat die eingeführt und dachte sich so, ah nee, jetzt noch eine Animation, dass er A drücken kann und da was rauskommt, das ist zu viel Arbeit. Ich bin jetzt einfach der Schatz, Leute. Okay. So, hier wieder voll heilen. Schön. Gehen wir runter oder nach rechts? Oh, Alter, nee, da ist eine Falle, da gehe ich nicht hin. Nope, ich gehe nach rechts. Das wird gut hier. Alter, noch eine Falle. Oh mein Gott, ich habe gar keine Wege mehr. Überall ist Feuer. Kommen wir hier jetzt zu Daenerys Targaryen oder was? Und die macht uns kaputt. Geister? Muss man die besiegen? Ja. Ich versuche mit den Geistern zu kommunizieren. Ich weiß auch nicht. Das Spiel ist irgendwie witzig. Allein wegen den Geräuschen. Geräusche machen ein Spiel, das ist richtig gut, Leute. Ach, schön. Gefällt mir gut. Okay, aber wir haben jetzt den ersten Boss besiegt und wir kommen nicht in eine neue Ebene. Das ist jetzt... Oh mein Gott! Das ist nicht typisch Roguelike-Light, was weiß ich. Ich glaube, da stand nicht mal bei, dass es ein Roguelike ist. Alter, drei Farben gleich? Wie soll ich das denn machen? Das schafft mein Hirn gar nicht. Drei Farben gleich? Weiß ich nicht, Leute. Kriegt man das hin? So ein krasses Rätsel? Oh, scheinbar haben wir es hingekriegt. Aber gerade so. Also da musste mein Gehirn schon deutlich mehr sich anstrengen als bei Barbara's You zum Beispiel. Zweiter Boss. Hallo? Hallo? Wieso ist hier kein Boss? Ich wüsste gerne, ob die Schaden bekommen. Nee. Durch diese Stacheln tun sie aber nicht. Das ist sehr sad. Oh, hier kommen ja aber mehr. Alter. Ach, warte, wir können ja auch unsere Feuerfähigkeit einsetzen, ne? Wenn zu viele Dinger kommen, das behalten wir uns in der Hinterhand. Dann sind wir ein richtig krasser Magier auch noch. Alter, wie viele Dinger hier ankommen. Wow. Ein Glück habe ich mein... Habe ich hier Schwertkunst auf 100 geskillt. Zweite Ebene, oder was? Ich bin sehr gespannt auf den zweiten Boss. Ihr auch, Leute? Glaubt ihr, man kann in diesem Spiel sterben? Bin mir nicht so sicher. Alter, zweiter Boss, oder was? Yo, das sind gleich drei. Und da hinten ist noch einer. Alles klar, wie soll man das denn machen? Bist du jetzt die Kleinen auf? Das wäre witzig. Naja, quasi. Ich werde angerufen. Warum? Felix, hör auf, mich anzurufen. Deacon Albert, Delivery of Glow. Oh mein Gott, das sieht gleich ein ganzes Leben ab, wenn er trifft. Was ist er denn? Und was macht er vor allem? Oh, er spinnt auch, genauso wie der erste. Cool. Wieso heißt er da nicht auch Spinny Spin Spin? Zack, 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 ich kill dich. Oha, der hat schon viel mehr Leben als der erste. Jo, guck mal, der hat ja auch kleine Geister, die er spawnt. Wie cool ist er denn? Kann man die Geister vielleicht gegen ihn gegenknallen und dann verliert er auch Leben? Okay. Okay, der ist doch anders als der erste Boss, denn... Er spawnt Gegner. Cool. Und diese Gegner helfen mir aber nur, damit ich mein Schwert schneller aufladen kann. Ah, oh Gott, bitte töte mich nicht. Boah, das war richtig knapp. Holy shit. Wieso ruft Felix die ganze Zeit an? Schreib mir doch einfach ein SMS, Dude. Okay, okay, weiter geht's. Ich bin so gehypt hier auf dieses Spiel. Das gibt's gar... Jetzt ohne Witz, hier gibt's so viele von diesen komischen Truhen. Und du willst mir sagen, die geben mir nichts oder was?
Vielleicht spielen wir das Spiel heute durch, Leute. Vielleicht schaffen wir alle 12 Bosse. Alter, Kloake hier. Kann man da reinfallen? Oh ja, tatsächlich. Okay. Also, Leute, grün ist nicht gut. Da dürft ihr nicht rauf. Dass es hier tatsächlich noch andere Level gibt, hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Dann scheint das Spiel ja doch recht groß zu sein. Bin ich ein bisschen voreingenommen vor diesem Spiel? Ich bin mir nicht sicher, Leute. Guck mal, sogar Schalterrätsel hier. Krass. Ich riech gut. Dann hat das Spiel auf jeden Fall eine 6 von 10 schon verdient. Mit Schalterrätseln. Mega gut. Kann ich bitte einfach... Muss ich jetzt die ganze Zeit nur Schalter aktivieren? Oh mein Gott, wieder Gegner. Aber die sind... Oh, diese blau diesmal. Die sind krasser als die anderen. Leute, wie soll ich das denn machen? Aber hier ist gleich so ein Heilpunkt. Hält denn das so häufig, wie man will? Warte, ich lass mich einmal treffen. Ja, hier drinne kann ich gar nicht sterben, Leute. Guckt euch das an. Ja, lass uns knuddeln. Oh, okay, man kann sich doch nicht unendlich heilen. Ich glaube dreimal und dann ist es weg. Wie zu OP, dass man sich da überhaupt dreimal heilen kann. Ah, schön. Ich meine, Geister brauchen auch mal ein bisschen Liebe. Kann nicht sein, dass man immer nur die Geister tötet und dabei wollen die eigentlich nur ein bisschen Liebe haben. Das ist nicht cool, Leute. Ab und zu einfach mal ein paar Geister knuddeln oder allgemein Leute, die euch angreifen. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ihr dann ziemlich beste Freunde wärt zumindest. Wenn nicht sogar beste Freunde. Knuddeln. Wer hat schon was gegen Knuddeln? Jeder mag Knuddeln. Jeder will mal in den Arm genommen werden. Hallo? Irgendjemand zu Hause? Irgendwo? Da ist noch ein Geist. Haha, so. Geschafft. Noch ein Geist. Müssen wir den einfach alle vernichten und dann kommen wir hier durch? Los, kommt alle her, ihr Geister. Die Geister, die ich rufe. Kommt alle her. Schön. Noch mehr. Spannendes Gameplay auf jeden Fall. Ich glaube, für dieses Spiel wäre... Ach Gott. Bloß wir dringend so eine... Also für die Benotung am Ende irgendwie allgemeingültige Grafiken machen, damit ich die in jedem Spiel machen kann. Weil so wie ich das bei Argelos gemacht habe, das hat wirklich richtig viel Arbeit gekostet irgendwie. Die Dinger ausschneiden da und dann passend zu jedem Ding, das ich da bewertet habe. Immer die richtigen Frames finden und den Typen dann ausschneiden und so. Also das war sehr viel Arbeit. Das werde ich mir für dieses Spiel auf jeden Fall nicht machen. So, wo sind denn die einzelnen Dinger? Gelb, komm mal her. Du musst da hinten hin. Aua, wieso tust du mir weh, hä? Wo ist blau? Hier hinten ist auf jeden Fall noch rot. Ach, rot da hinten hin. Nein, jetzt geht doch mal alle weg hier. So, rot. Du musst... Nein, rot. Was soll das rot? Du musst da hinten hin. Okay, rot. Das lag mir jetzt. So, alles klärchen. Hinten ist blau. Dann könnt ihr ja schon mal nach unten. Blau, komm her. Ihr feines Hündchen. Ihr fein. Feine kleine Geist. So, ihr könnt mal mit hier. Grüni. Grüni kommt dahin. Grüni kommt dahin. Langt das? Langt. So, und Gelbi. Gelbi, komm her. Du kommst natürlich da unten hin. Sehr schön. Haben wir doch easy peasy geschafft. Und dritter Boss, Leute. Boah, wir müssen die Treppe hochklettern. Das wird heftig. Na, wie heißt der nächste Boss? Wir sind doch nicht beim Boss. Doch. Hallo, Boss? Kein Boss? Hallo, ich habe so viel gemacht und dann komme ich nicht mehr zum Boss, oder? Oh, ich bin eingesperrt. Das heißt, wir müssen hier wieder Sachen töten, oder was? Ich höre unsicher ein bisschen diese gelben Dinger da aus den Stacheln. Hier können wir auf jeden Fall was aufmachen. Wow, diese ganzen Fallen hier. Gut, Geister töten. Immer wieder dasselbe machen. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Okay, ich würde sagen, wir machen noch den dritten Boss. Ich hoffe, der lässt sich jetzt nicht so lange auf sich warten. Und dann war es das aber auch mit dieser kleinen Folge, oder? Weiß ich nicht. Gibt jetzt nicht so viel spannendes Zeug, das man hier machen kann. Ist vielleicht ein bisschen spannend, die... Oh, ich muss mich auch bald mal wieder heilen hier. Vielleicht sterbe ich sogar. Ist vielleicht ein bisschen cool, die ganzen Bosse halt kennenzulernen. Was die so alles drauf haben und was sich der Entwickler da so ausgedacht hat. Aber abseits davon, eine Gegnerklasse ist jetzt vielleicht nicht so krass. Alter, der hat den blauen Geist gefressen und jetzt ist selber ein blauer Geist. Aber nur, wenn er blinzelt. Gobbly! The Morally Ambitious. Keine Ahnung, was das heißt. Hey. Hier, Feuerattacke. Hui, 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 hui. Hui, hui. Okay, er wobbelt rum. Ist er dadurch einfacher als die anderen Bosse? Kann das sein? Habe ich da recht? Hallo, bist du vielleicht einfacher als alle anderen, weil du einfach nur hin und her wobbelst hier? Und einfach gar nichts machst? Digga, was ist denn kaputt bei dir? Wie kann denn der dritte Boss einfacher sein als die ersten beiden? Also ich muss sagen, der erste Boss war der schwerste. Ja, ich glaube, viel mehr ist dieses Spiel nicht. Wir könnten dieses Spiel jetzt natürlich durchspielen.
und die anderen 9 Bosse noch suchen. Ich glaube, es gab 12, ich bin mir da aber nicht so sicher. Da es aber keinen Loot gibt, ist auch keine... Können wir uns hier durchglitschen vielleicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man sich hier durchglitschen kann. Na, kriegen wir es hin? Und ich mir auch ziemlich sicher bin, dass man keine neuen Waffen bekommt und auch sonst nichts findet. Würde ich sagen, was das mit dieser Folge? Ich gebe dem Spiel vom Grafikstil, ist ganz nett, 2,5 von 5. Na, ich sag 3 von 5, Leute. Ist okay, die Grafik. Na, obwohl, die ist schon hübsch, oder? Dass er slidet, ist vielleicht ein bisschen blöd. Zählt das Sliden schon in die Grafik mit rein? Ich gebe eine 3 von 5 vom Gameplay. Es funktioniert zumindest, von daher da auch eine 3 von 5. Musik, ja, auch 2,5 von 5 wegen den Geistergeräuschen. Das kann man noch bewerten. Gesamtbewertung vielleicht eine 2 von 5. Oder? Gibt halt nicht so viel. Vielleicht eine 1,75 von 5. Aber so eine 5er-Wertung ist aber auch schwer irgendwie zu machen. Ja, weiß ich nicht. Dann kriegt er eine 2 von 5, komm. Es lässt sich zumindest spielen. Es gibt hier keine großen Bugs. Es gibt auch Rätsel und so einen Kack. Ja, ja, eine 2 von 5 ist schon okay, oder? Oder was würdet ihr geben? Ist das vielleicht ein bisschen zu krass? Ich bin mir nicht sicher. Ja, schönes Spiel. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hui.